Vor einiger Zeit habe ich mich gefühlt, einen Spray herzustellen, der heißt Konsequenzen verstehen. An dieser Stelle begrüße ich dich und euch zu meinem YouTube-Kanal, zu dem Kanal mit absolutem spirituellem Hintergrund. Und ich möchte mit euch heute nicht über die Warenkunde sprechen, nicht über die Herstellung vom Spray, sondern ich möchte tatsächlich sprechen darüber, dass wir die Konsequenzen zu unserer Handlung verstehen müssen. Den ersten Spray habe ich damals am 9.12.2022 zum ersten Mal verkauft. Das heißt, spätestens ab dem Zeitpunkt habe ich massiv über diese Thematik angefangen zu sprechen, dass wir verstehen müssen, was unsere Handlung auslöst. Und kein anderer Spray aus meinem Programm hat so viele Diskussionen, gerade mal über das Etikett, über Schwarz-Weiß, über die zwei Konsolen, also über die zwei ganz, ganz großen Konsolen ausgelöst. Also wirklich auch diese Pfosten, rechts, links denken, über die Sonne, über alles da drauf. Statt über das Etikett nachzudenken, müsst ihr immer wieder verstehen, dass das alte hermetische Prinzip länger als sämtliche Richtungen danach entstanden sind. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, da versuchen wir oft nur in einem Schwarz-Weiß-Denken sozusagen unseren Alltag zu gestalten. Aber Alltag hat viel, viel mehr Aspekte, als wir nur denken können. Leute, heute müssen wir noch mehr verstehen, was wir durch unser Tun und durch auch unser Nicht-Tun auslösen können. Warum sage ich Nicht-Tun? Viele sagen, ja, das habe ich aber so nicht gemacht. Ich bin ja damals nur, weil meine Familie es so wollte, bin mitgegangen. Ich akzeptiere diese Aussage bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du ein Kind bist, dann musst du mit deiner Familie sozusagen mit agieren. Wenn du dann junger Erwachsener bist, womöglich läufst du noch den alten Programmen nach, die dir dein soziales Feld, also deine Eltern, deine Großeltern mitgegeben haben. Aber es gibt im Leben Zeitabschnitte, Punkte, wo wir wirklich nachdenken müssen. Was mache ich? Warum mache ich das? Was möchte ich? Was möchte ich in diesem Leben werden? Und das ist der Punkt, das ist der Zeitpunkt, wo wir einfach über die Konsequenzen verstehen müssen, was wir aussenden, was wir machen. Konsequenz hat nichts, gar nichts mit Bestrafung zu tun. Konsequenz ist das, was du bekommst. Hast du viel Gutes gemacht? Wie war das? Ein Kunde hat gesagt, hey, ich habe beim Gott ein wirklich großes Plus auf meinem Konto. Ich habe gesagt, wow, cooler Beispiel. Der hilft älteren Menschen einfach so. Mal, wenn er gefragt wird, macht er einfach kostenfrei. Wie hilft wirklich? Zum Beispiel gestaltet mal da oder dort einen Umzug. Der sagt, ich habe so viele Pluspunkte. Und das ist das eben. Wenn dieser Mensch irgendwann mal Hilfe braucht vom Göttlichen her, wird er alleine durch dieses Konto viel Hilfe bekommen. Warum? Weil seine Handlungen positive Konsequenzen, also auslösen. Konsequenz wird das sein, dass er sich nie alleine vorfinden wird und dass er immer wieder vom Leben getragen wird, dieser Mensch. Versteht ihr? Die Konsequenzen ist das, was wir auslösen. Möchtest du zum Beispiel nicht mehr so leben, wie du lebst? Das ist die Konsequenz von dem, was du früher getan und nicht getan hast. Dann fange an, jetzt zu verändern. Und ich muss an dieser Stelle ganz, ganz klar sagen, Gott sei Dank gibt der Gott oder die Engel oder diese allmächtige Macht uns die Zeit zwischen dem, was wir wollen und dem Zeitpunkt, wann es in unser Leben reinkommt, also sich materialisiert.
Wenn wir jetzt tatsächlich alles per sofort bekommen würden, würden wir damit nicht mehr schaffen, umzugehen. Wie viele Menschen sagen, ach, da hat mir jetzt im Autoverkehr, ne, typische Situation, wenn einer dem anderen den Weg schneidet und ohne Blinker, ohne alles. Guckt euch mal die Gesichter an, was sie diesen Menschen alles wünschen. Ne? Im einfachsten Falle tut jemand mit der Faust mal noch geschwind ein Zeichen setzen. Die anderen schimpfen ja regelrecht in den Autos. Wenn das alles eintreffen würde, sofort, was dieser Mensch gerade geschimpft hat, das würde doch nicht dem entsprechen, was dieser Mensch wirklich gewollt hat. Eigentlich müsste man sagen, Mensch, hier fühle ich mich benachteiligt. Das wollte. Ich würde mir das nicht wünschen, dass du mir diesen Weg geschnitten hast. Auch dieses Schneideprozess passiert nicht umsonst. Passiert, weil du durch irgendeine Handlung in deinem spirituellen Dasein ausgelöst hast, dass es geschieht. Natürlich dürfen wir jetzt nicht alles in einen Topf schmeißen und sagen, Mensch, aber das passiert mir häufig und so weiter. Wenn du Lkw-Fahrer bist und ständig unterwegs bist und ständig dieser Situation ausgesetzt bist, dann ist es ganz normal der Alltag und da darf zu keinen Unfällen aber kommen und manchmal schneidet dir einer der Weg, weil halt eben diese Matrix überlappt sich mit der Matrix eines anderen Menschen. Aber grob passiert da gar nichts. Versteht ihr? Wir müssen hier auch noch einmal unterscheiden, was ist, was du tatsächlich selbst auslöst und was dir passiert. Es ist ein ganz, ganz altes hermetisches Prinzip von Ursache und Wirkung. Konsequenzen verstehen, die Ursache mit der Wirkung und Auswirkung verbinden lernen. Lernen, die Ergebnisse zu verstehen, wie innen, so außen. Was ausgesendet wird, wird zurückkommen. Die Konsequenz ist das Ergebnis einer Handlung. Es ist nicht die Strafe und nicht das Belohnungssystem. Auch wer einem anderen folgt, muss die Konsequenzen selbst tragen. Das bedeutet, die Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen. Und du musst wieder zu dir finden, um deine ursprüngliche Klarheit zurückzugewinnen und zu verstehen, was deine eigenen Handlungen auslösen. Wenn du die Konsequenz deiner Handlungen verstehen willst, dann musst du dich damit auseinandersetzen, um spirituelles Wachstum zu fördern. Du hörst auf, dann die gleichen Fehler zu machen und nimmst neue Herausforderungen an. Und diese Frequenz ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Meine Lieben, wir sind keine Pawlowsche Hunde. Für diejenigen, die mit diesem Begriff noch nichts anfangen können, bitte ich einfach trotzdem beiseite zu stellen. Aber dieses Experiment bzw. Training von den Hunden ging darauf zurück, wenn man Leckerle gibt, dann fangen die Hunde etwas Bestimmtes zu tun, beziehungsweise später sogar bei dem Klingelton fangen sie an, schon die Speichel zu produzieren, um das Leckerle zu bekommen. Meine Lieben, ihr seid schöpferische Wesen, ihr dürft gerne nachdenken, was kommt, nachdem du etwas getan hast oder unterlassen hast. Und wirklich, es ist absolut unabhängig, ob du jetzt hinter jemand einfach blind läufst oder sagst, na ja, meine Eltern haben mir das so vorgegeben oder zum Beispiel, ja, die Familie wollte so. Meine Lieben, ihr müsst verstehen, du musst verstehen, die Konsequenzen wirst du trotzdem selbst ausbaden. Immer wieder musst du verstehen. Deswegen lohnt es sich immer wieder über die eigenen Handlungen bewusst zu werden.
Und noch ein Beispiel für diese Situation. Ich lerne sehr, sehr viele Ratsuchende, die mir sagen, Olga, wann kommt der neue Partner? Wann kommt die neue Partnerin? Aber nicht, dass er sich genauso empuppt wie mein letzter. Und dann frage ich immer wieder, weshalb? Zurück kommt die Antwort, na ja, weil der letzte war genauso wie der vorletzte. Nach kurzer Zeit hat er sich genauso empumpt wie der letzte. Und sehr, sehr kommt danach leider das Wort A, Punkt, Punkt, Punkt. Meine Lieben, beziehungsweise du bist derjenige, diejenige, die das auslöst in den anderen Menschen, dass sie dann das Recht sich nehmen, mit dir so umzugehen wie der letzte oder wie der vorletzte Mensch in deinem Leben. Auch spreche ich die Du-Form, aber auch auf mich bezogen. Mich betrifft das genauso wie viele anderen. Was machen wir, damit unsere Konsequenz, damit das Resultat anders wird? Also, wenn du einen anderen Partner in dein Leben ziehst, möchtest, als immer wieder die gleiche Menschen bzw. den gleichen Typ Mensch, den gleichen Typ Mann oder Frau, egal wem du suchst, da ist es ganz, ganz wichtig, innezuhalten, nachzuschauen, womit du das auslöst, weil es letztendlich auch dir passiert. Konsequenzen werden wir immer tragen. Und jetzt ganz, ganz aktuelles Thema. Wir stehen absolut kurz vor der kriegerischen Auseinandersetzung, also von dem offenen Krieg mit der Ukraine. Und da haben mich jetzt sehr, sehr viele Menschen gefragt, ja, meinst du das wirklich? Sollen wir was vorsorgen? Und was wird denn da so Schlimmes geschehen? Wisst ihr was? Ich hoffe, dass die Lichtarbeiter doch noch die Zukunft verändern können, was möglich ist. Aber sich vorzubereiten ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt genug Sprichwörter, die sagen, Mensch, dem Vorbereiteten wird nichts geschehen. Das mit dem Krieg, es ist wirklich immer während das Prozedere. Die Zeitschleife ist nun mal so weit, dass wir wieder in diese Bereinigungssituation gehen müssen, in diese Feuerenergie. Aber auch in dem alltäglichen Leben. Ich erlebe immer wieder Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr gut verdienen, aber sich finanziell nicht vorbereiten auf die zukünftigen Zeiten. Gerade mal die Selbstständigen betrifft das. Die Nicht-Selbstständigen, die bekommen ihren Lohn, danach gibt es zum Beispiel Arbeitsämter oder Sozialämter, die auffangen können. Aber die Selbstständigen zum Beispiel verdienen sehr, sehr viel und legen die Steuergelder nicht beiseite. Sie verbrassen einfach alles, als ob es keinen Morgen gäbe. Und in dem privaten, in dem kleineren Bereich geht es vielen so im Januar, im Februar, die sagen, ey, im Januar kann ich mir nichts leisten. Da kommen die Versicherungsbeiträge, die werden abgebucht. Oder dies oder jenes, meine Lieben. Es lohnt sich immer wieder vorzusorgen, ob in dem finanziellen Bereich, ob es in dem zwischenmenschlichen Bereich, ob es in dem zwischenmenschlichen Bereich, aber auf die Staaten bezogen. Der zwischenmenschliche Bereich, der Bereich der Vorbereitung in der Beziehung möchte ich heute gar nicht angehen, weil das ist auch ganz, ganz wichtiges Thema. Was bringst du mit in die Beziehung? Und wenn danach die Beziehung schlecht läuft, kannst du nicht sagen, ey, es ist einfach nur so, dass es mir passiert ist. Nein, das ist auch die Konsequenz deiner Handlung. Wenn du viel zu geben hast, dann wird sich auch in dein Leben ein Partner oder Partnerin dazu gesellen, der dich auf den Händen trägt, beziehungsweise in dem umgekehrten Sinne dich absolut ergänzt und vervollständigt. So, jetzt und noch einmal ein Tipp zum Abschluss von diesem Video. Bitte setze dich regelmäßig an deinen Arbeitstisch, an deinen Arbeitsplatz, an deinen Tisch, an deinen Schreibtisch, Küchentisch, egal wohin, und schreib dir auf, ob es in deinem Leben in dem letzten Jahr Situationen gab, die ähnlich waren, die dir Probleme bereitet haben, also die dich in die Unwohlgefühlswelt geführt haben.
Denk darüber nach, schreib es auf. Schreib zum Beispiel, dass ich, was kann das dann sein, dass du zum Beispiel dreimal falsche Paar Schuhe geholt hast, ne? Das ist auch aus der materiellen Welt, wenn man anfängt, die Dinge zu kaufen, die einem absolut nicht notwendig sind. Das ist immer wieder kommen, wieder holender Fehler. Und ja, fange mit einfachen Dingen, weil dann wirst du verstehen, warum die Vorbereitung auf die kriegerische Auseinandersetzung zum Beispiel wichtig ist. Weil die Konsequenz unserer Handlung ist das, was wir jetzt haben. Die Seele streikt, die sagt, ich möchte ganz gerne auf das Wesentliche mich konzentrieren und nicht auf die Materie. Und in den schwierigeren Zeiten konzentrieren wir uns extrem auf das, was die Seele will, weshalb wir hier leben. Und wir gehen in diesen Zeiten zu den Basics zurück, zu den Anfängen zurück. Ich würde mich freuen über eure zahlreichen Kommentare. Ich versuche noch fast alle zu beantworten, solange es geht, solange es möglich ist. Schreibt mir einfach eure Gefühle, schreibt einfach untereinander, was ihr dazu denkt. Es sind sehr interessante Kommentare mittlerweile, auch Empfehlungen unter meinen Videos. Ich freue mich über jedes Kommentar, über jede Empfehlung und bis zum nächsten Video, deine Olga Heinert.